Guten Morgen. Ich begrüße Sie an diesem Palmsonntag, dem Beginn der Karwoche. Schön, dass Sie hier sind, um mit uns zusammen Jesu Einzug nach Jerusalem zu feiern. Dies ist die heiligste Woche des ganzen Kirchenjahres. Wir gedenken des Einzugs Jesu. Dann am Donnerstag, Gründonnerstag, gedenken wir des letzten Abendmahls und der Verhaftung Jesu. Am Karfreitag gedenken wir der Passion und der Kreuzigung und des Todes Jesu. Und dann nächster Sonntag ist Ostern, wenn wir die Auferstehung feiern. Wir laden alle herzlich ein, sich an den Gottesdiensten zu diesen Höhepunkten des christlichen Jahres zu beteiligen. Und hier ist der Stundenplan dafür. Große Erinnerung, am Ostersonntag ist der Gottesdienst früher. Gottesdienst ist um 9. Gottesdienst um 9 Uhr, damit wir genug Zeit haben zwischen den Gottesdiensten für das große Osterfrühstück, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Unsere Kollektenumschläge sind endlich angekommen. Es hat ewig gedauert, aber sie sind jetzt da und sie liegen hinten in der Kirche aus und alle können sich gerne bedienen. Am 22. April wird Zion sich an der Aufräumarbeit in Baltimore beteiligen. Es ist Earth Day und der Bürgermeister hat alle aufgerufen, sich dabei zu helfen, die Stadt schöner zu machen. Wir werden um die Kirche rum und um War Memorial Plaza Müll einsammeln und laden alle Freiwilligen herzlich ein, sich daran zu beteiligen. Heute nach dem Gottesdienst ist eine Kaffeestunde. Alle sind eingeladen, dazu kommen. Wir machen heute den Umzug mit Palmen und dazu werden wir uns am Anfang des Gottesdienstes hinten versammeln, im Eingang der Kirche und dort die Prozession beginnen. Alle bitte nehmen Sie die Palmzweige und die Gottesdienstordnung dafür mit. Wir werden jetzt die Glocken hören. Ach, so eins habe ich noch vergessen, die neuen täglichen Andachthefte sind da. Wir sind jetzt im April, da ist für jeden Tag eine Andacht drin, das ist in Englisch. Die liegen hinten aus und die sind kostenlos. Möge Gott uns begleiten, wenn wir jetzt mit Freude unseren Heiland empfangen und ihm mit Palmen zuwinken. Alle, die dazu Lust haben, sind eingeladen, in den Vorraum zu kommen, wo wir die Prozession beginnen.
kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, als Zeichen deiner Liebe für uns. Als Retter wurde er gefeiert und war doch rettungslos Gewalt und Willkür ausgeliefert. Er hat sich hingegeben, damit die Liebe das letzte Wort behält und wir sicher sind, dass wir auch im Tod nicht Gott verlassen sind. So hast du ein Zeichen gesetzt gegen allen Tod, gegen Unmenschlichkeit und Gottesferne, damit wir erlöst und befreit leben können aus deiner Gnade. Durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen. Bitte setzt euch. Die Lesung der Epistel Philipper 2, 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier endet die Lesung. Das Evangelium nach Matthäus im 21. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohne Davids, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, o Christen. Wir antworten auf das Evangelium, indem wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Bitte setzt euch. Als meine jüngste Tochter Nora noch in der Schule war, hat sie sich aktiv an der Jugendarbeit unserer Landeskirche beteiligt. Eines Tages fuhr ich sie zu einer Freizeit in Northeast. Alle Teilnehmer sollten als Vorbereitung das ganze Markus-Evangelium gelesen haben. Auf der Fahrt nach Northeast war Nora noch dabei, das Evangelium zu lesen. Nach einer Weile sagte ich zu ihr: Ich will dir nicht die Spannung verderben, aber die Hauptperson stirbt am Ende. Das erntete mir eins von den Augenrollen, für die Teenagers so ein Talent haben. Aber das ist ein Teil von Palmsonntag, nicht wahr? Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wenn wir heute Jesus voll Freude willkommen heißen, dann haben wir schon im Hinterkopf, dass er 5 Tage später sterben wird. Heute rufen wir Hosianna, aber vor Ende der Woche wird die Menschenmenge Kreuzige ihn rufen. Die Szene heute ist fast wie in einem Horrorfilm. Wenn die junge Frau ins Haus geht und wir wollen ihr zurufen, dass sie da nicht reingehen soll, dass der Kerl mit der Kettensäge da drin ist. Oder wir sehen den Mann an der Weggabelung, der überlegt, welchen Weg er gehen soll. Und wenn er sich nach links wendet, schreien wir unseren Fernseher an in dem Versuch, ihn aufzuhalten, denn wir wissen, dass dieser Weg ins Unheil führt. Ebenso wollen wir Jesus zurufen und warnen: Geh nicht nach Jerusalem. Dort wirst du sterben. Heute sieht alles fröhlich aus, aber wir kennen die Geschichte. Die Hauptperson stirbt am Ende und das bist du, Jesus. Jesus ist aber nicht die ahnungslose Person im Film. Jesus weiß genau, was passieren wird. 3-mal hat er bereits seinen Jüngern gesagt, dass er in Jerusalem sterben wird. Er weiß, was kommt. Im heutigen Evangelium ist es klar, dass Jesus die Kontrolle hat. Er schickt seine Jünger voraus, um den Esel zu holen. Er weiß, wo der Esel sein wird und was der Besitzer sagen wird und was die Jünger antworten sollen und dass der Besitzer am Ende genehmigen wird, dass Jesus seinen Esel ausleiht. Jesus ist sich auch darüber klar, was so ein Einzug unter dem Jubel der Menschenmenge Probleme machen wird. Jerusalem steht unter Spannung. Die Besetzung des Landes durch die Römer sorgt für andauernde Spannung zwischen Juden und Römern, zwischen Leuten, die sich mit Rom arrangieren und denen, die gegen Rom kämpfen. Nun steht das Passafest vor der Tür. Dieses Fest dreht sich um die Exodus-Geschichte. Juden in aller Welt versammeln sich, um des Auszuges aus Ägypten zu gedenken.
Gottes Volk war versklavt gewesen, aber dann hat Gott durch Moses die Leute in die Freiheit und in das gelobte Land geführt. Gott hat sein Volk befreit. Jetzt ist Gottes Volk wieder unterdrückt, diesmal von der römischen Besatzungsmacht. Es träumt von Freiheit und Unabhängigkeit. In dieser Situation ist das Passafest dazu geneigt, Hoffnung zu erwecken und Aufstand hervorzurufen. Besonders in Jerusalem ist das eine Gefahr. Es ist nicht nur die Hauptstadt, sondern die Stadt mit dem Tempel. Wer immer kann, kommt zum Passafest nach Jerusalem. Die Stadt schwillt zu den Festtagen an, bis zu dreimal die übliche Bevölkerung. Eine überfüllte Stadt, voller Menschen, die unter Bedrückung leiden und die die Geschichte von Gottes Befreiung feiern, das ist ein echtes Pulverfass. Die Römer wissen das. Deshalb kommt Pontius Pilatus für die Festtage mit extra Soldaten nach Jerusalem. Ihre Festung Antonia überschaut den Tempel. Von dort haben sie Acht auf alles, was dort vor sich geht, immer bereit, sofort mit Gewalt zu reagieren, wenn es auch nur einen Hauch von Aufstand gibt. Jesus ist sich dessen bewusst. Wenn er nach Jerusalem einzieht, weiß er, dass er in eine angespannte Situation tritt. Dies ist einer der Gründe, warum er so demütig einzieht. Unsere Lesung aus dem Philipperbrief hebt hervor, Jesu Demut hervor. Im Evangelium betont das Zitat des Propheten Sacharja, dass der kommende König sanftmütig sein wird und reitet bescheiden auf einem Esel. Die Könige, mit denen die Welt vertraut ist, schreiten ganz anders in eine Stadt ein. Sie kommen auf stolzem Ross und in teurem Fahrzeug, mit Geleit und Musik und rotem Teppich und Fahnen und Blumengirlanden. Jesus kommt auf einem Esel ohne Sattelzeug. Statt mit Fahnen winken die Leute mit Palmenzweigen. Statt rotem Teppich legen sie ihre Mäntel auf die Straße. Statt festlicher Musik gibt es nur das Rufen der Leute. Welch ein Kontrast! Es ist ein besonderer Kontrast zu dem Einzug in Jerusalem von Kaiser Wilhelm II. Und seiner Frau Kaiserin Augusta Victoria im Jahr 1898. Er kam, um am Reformationstag die neu gebaute deutsche lutherische Kirche in der Altstadt von Jerusalem einzuweihen. Um seine Ankunft vorzubereiten, wurde alles Mögliche unternommen. Ein Telegrafenkabel wurde gelegt, um den Kaiser mit Berlin zu verbinden. Die Straßen an des Kaisers geplanter Route wurden neu gepflastert und die Gebäude neu gestrichen. Eine luxuriöse Zeltstadt wurde errichtet, um den Kaiser und seine Begleitung zu beherbergen. Die Zeltstadt enthielt 75 Wohnzelte und 6 voll ausgerüstete Küchenzelte. Alle Bettler und streunenden Hunde wurden aus der Stadt entfernt. Der Kaiser plante einen imposanten Einzug in Jerusalem. Die alten Stadttore waren dafür zu eng. Also wurde neben dem Jaffa-Tor ein Teil der alten Stadtmauer eingerissen und der Graben davor aufgefüllt, sodass der Kaiser mit Kutsche und Pferden in die Stadt einziehen konnte. Am 29. Oktober 1898 zogen Kaiser Wilhelm, seine Gemahlin und sein Geleit großartig in Jerusalem ein. Sie wurden empfangen von einer Reihe von Würdenträgern, einem Heer von Journalisten und Fotografen aus aller Welt, einer jubelnden Menschenmenge und 21 Ehrenschüssen. So zog ein Kaiser in die Stadt ein. Was für ein Kontrast mit Jesus, der einfach auf einem Esel saß und von ein paar Jüngern und der einfachen Bevölkerung umjubelt wurde. Kein Journalist berichtete davon, keine Ehrenschüsse machten auf ihn aufmerksam,
Alles war so bescheiden und demütig. Und dennoch machte Jesus den Autoritäten Angst. Die Römer hatten Angst, dass er einen Aufstand auflöse. Die Hohepriester hatten Angst, dass er ihre Kontrolle über den Zugang zu Gott und ihren Einfluss über die Bevölkerung untergrabe. Obwohl Jesus bescheiden in die Stadt eintritt, erregte er doch so viel Aufregung, dass er in wenigen Tagen verhaftet und gekreuzigt wurde. Und doch ritt er weiter. Jesus erwartete das. Als er sich auf seinem Esel den Stadttoren näherte, wusste er von der Gefahr für sein Leben. Wenn er die Hosianna-Rufe der Menge hörte, muss das bittersüß für ihn gewesen sein, denn im Hinterkopf wusste er schon, dass bald diese Freude in Wut umschlagen würde. Und dennoch ritt er weiter, trotz der Gefahr. Trotz des Wankelmutes der Bevölkerung ritt er weiter in die Stadt. Das ist echte Liebe und echte Demut. Er, der Sohn Gottes, hätte eine Prozession inszenieren können, die des Kaisers in den Schatten gestellt hätte. Aber er tat das nicht. Wie Paulus heute beschreibt, entäußert Jesus sich seiner Macht und Herrlichkeit und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Aus Liebe für alle Menschen ging er demütig in den Tod. Seine demütige Prozession führte zu einem demütigen Tod am Kreuz. Seid so unter euch gesinnt, schreibt Paulus. Gebt nichts auf Prunk und Macht, strebt nicht nach Ansehen und Pracht. Seid demütig und tut, was getan werden muss, damit andere Menschen die Liebe Gottes erfahren können. Seid wie Jesus, der sich bereitwillig in Gefahr für sein Leben aussetzte, damit alle Menschen das ewige Leben erben können. Die Menschen am Straßenrand jubeln Jesus zu. Sie haben keine Ahnung, was als nächstes geschehen wird. Sie jubeln, weil sie hoffen, dass Jesus sie befreien wird. Und wenn er das nicht tut, werden sie wütend und rufen nach seiner Kreuzigung. Wir jubeln heute Jesus zu und schwenken unsere Palmenzweige. Wir wissen, was Jesus widerfahren wird. Wir wissen, dass er sterben wird. Wir wissen, dass seine Liebe und Demut, sein Tod und seine Auferstehung uns in der Tat befreien werden, nämlich von Sünde und Scham und Hoffnungslosigkeit und der Macht des Todes. Wir jubeln, weil wir das Ende der Geschichte kennen. Wir jubeln, weil wir Jesus gegenüber so unglaublich dankbar sind. Wir jubeln und mit unserem Jubel reihen wir uns hinter Jesus ein. Wir folgen Jesu Beispiel der Demut und Liebe. Wir sind so gesinnt wie Jesus und auf diese Weise bringen wir seine Liebe in die Welt und geben unseren Mitmenschen Grund zum Jubel. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Friede sei mit dir. Lasst uns einander ein Zeichen des Friedens geben. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Gottes Friede sei mit euch allen. Friede sei mit dir. Gottes Friede. Bitte setzen Sie sich, wenn wir jetzt den Gottesdienst fortsetzen, mit der Einsammlung unserer Kollekte. Stimmen erheben, uns zu Gott wenden und für die Kirche, die Erde und alle Menschen in Not beten. Erlöser Gott, du hast uns mit deinem Evangelium der Wahrheit gesegnet. In Jesus hast du uns den Mut des Glaubens gezeigt. Hilf deiner Kirche, dein Evangelium zu ergreifen und es fröhlich und mutig zu verkündigen, auf dass alle deine Kinder die Verheißungen Jesu erfahren können. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. Hosianna, Davids Sohn, mit Freude heißen wir den Frühling willkommen. Lass deine Kinder treu für deine gute Schöpfung sorgen, für Wasser und Land, Pflanzen und alle Lebewesen. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. Demütiger Herr, erweiche die Herzen von Politikern, die Leiden und Unrecht ignorieren oder abstreiten. Segne alle Nationen mit Führern, die zum Wohle ihres Volkes nach deinem Willen trachten. Bringe den Geist von Zusammenarbeit und den Wunsch nach dem Allgemeingut in unsere Regierungen von Stadt, Staat und Land. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. Geist Gottes, bring den Verlassenen Gesellschaft, denen in Schmerzen Trost, den Verzweifelten Hoffnung und den Kranken Heilung. Wir bitten vor allem für die Opfer von Stürmen in den letzten Tagen und für Ted und ANS, Bonnie B., Brigitte H., Noah S., Bill A., Galen und Diana D. und allen, die wir jetzt vor dir nennen. Debbie und Michaela. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. Gott unseres Lebens, begleite unsere Gemeinde, wenn wir in dieser Woche der lebensspendenden Passion und dem Tod deines Sohnes gedenken. Sende uns von hier fort mit dem brennenden Drang, einer schmerzenden Welt dein Wort zu verkündigen. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich.
Gottesknecht, wir denken an alle, die ihres Glaubens wegen im Gefängnis saßen oder getötet wurden. Wir danken dir für ihr mutiges Bekenntnis und Zeugnis. Möge es uns auf unserem Glaubensweg inspirieren, bis wir uns ihnen in deinem ewigen Frieden anschließen dürfen. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich. In deine Hände, gnädiger Gott, empfehlen wir alle, für die wir beten, im Vertrauen an deine beständige Liebe, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Gott, Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. In großer Liebe hast du uns Jesus, deinen Sohn, gesandt, der sich hingab, um den Kranken und Leidenden zu heilen, der den Armen die gute Nachricht verkündet hat und der am Kreuz seine Arme für alle geöffnet hat. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, der er verraten ward, nahm das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset alle davon, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Abendmahl nahm er den Kelch, dankte, gab ihn denen und sprach: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir gedenken daher seines Todes, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. Gieße den Geist deiner Liebe über uns aus, o Herr, und vereinige die Willen aller, die diese himmlischen Speisen teilen, den Leib und das Blut Christi, unseres Herrn. Ihm sei mit dir und dem Heiligen Geist alle Ehre und Herrlichkeit, jetzt und immer da. Amen. Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ist er, du, Gott, ist, wer gut, wer dich sieht, wer
es, das die Sünde der Welt trägt. Kommt zum Tisch der Gnade. Und ich muss schnell die Hände waschen. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Leib und Blut Christi erhalte euch in einem festen Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gespeist. Erhalte uns auf unserem Pilgerweg in die Fastenzeit. Möge unser Fasten ein Hunger nach Gerechtigkeit sein, unser Almosen ein Trachten nach Frieden und unser Gebet das Lied dankbarer Herzen. Durch Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.